Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur 12. Trade to Glory Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Beachtet nicht den Hintergrund. Ich hatte am Wochenende Geburtstag und ich wollte nicht diese Ballons jetzt direkt nach einem Tag wieder abmachen. Das ist aber nebensächlich. Wir bauen uns nämlich heute eine UV-Liste. Wir haben 650.000 Münzen. Ich werde euch zunächst einmal zeigen, wie ihr generell eine UV-Liste baut, sodass ihr dann auch für euer Budget dementsprechend eine bauen könnt. Also es ist egal, ob ihr 100k habt, ob ihr 500k habt oder ob ihr eine Million Münzen habt. Jeder von euch wird nach diesem Video wissen, wie er eine UV-Liste zu bauen hat. Und nachdem ich das erklärt habe, bauen wir dann auch nochmal unsere UV-Liste. Wie immer, Freunde, wenn euch der Content gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Unser Ziel sind die 40 Likes. Wäre Ehre, wenn ihr die voll macht. Und gerne noch ein kostenloses Abo auf dem Kanal da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, meine lieben Friends, wir öffnen Footbin. Wir gehen auf Players und dann seht ihr hier, der dritte Punkt heißt PGP. Da klicken wir drauf. Wofür steht PGP? PGP steht für Players Game Performance, also wie performt ein Spieler im Verhältnis zu seinen gespielten Spielen. Das Ganze ist natürlich auf FIFA bezogen. Und wir können hier zum Beispiel sehen, dass Prime Moments Pelé insgesamt schon 8600 Spiele gemacht hat. Beziehungsweise mit ihm wurden schon 8600 Spiele insgesamt gemacht. Dann sehen wir hier noch den Preis. Und hier bei Goals, da steht, wie viele Tore er durchschnittlich in einem Spiel macht. Das als kurze Erklärung, damit ihr überhaupt wisst, wieso wir diese Seite benutzen. So, ihr seht hier quasi die Kategorien und da kann man auch draufklicken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Rating klicke, dann sortiert er mir quasi alle Spieler nach dem Rating. Mir werden zuerst die höchstbewerteten angezeigt. Und wenn ich nochmal draufklicke, werden mir die Spieler mit dem niedrigsten Rating angezeigt. Was wir jetzt machen, wir klicken auf Games. So, wir sehen also die Spieler, die am häufigsten in den Teams verbaut werden. Und das bedeutet, dass sie natürlich auch am häufigsten auf dem Markt aufgekauft werden. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir hier noch sehr viele teure Spieler dabei haben, die wir erstmal raussortieren müssen. Und dann schauen wir mal hier in die Filter rein. Hier haben wir zum Beispiel Position, Nation, Liga. Das interessiert uns alles nicht. Wir gehen hier auf PS, also auf PlayStation-Preis. Wenn ihr auf der Xbox oder auf dem PC spielt, geht ihr dementsprechend auf den anderen Filter drauf. Und dann suchen wir uns hier unser Budget aus, was wir für einen Spieler ausgeben können. Ihr wisst ja, bei einer UV-Liste versucht man immer, die Transferliste voll zu bekommen. Also quasi 100 Stellen, 100 Slots zu belegen. Sagen wir mal, ihr habt 100k. Ihr müsst also 100 Spieler kaufen. Das bedeutet, ihr könnt pro Spieler durchschnittlich 1000 Münzen ausgeben. Wenn ihr zum Beispiel 500k habt und ihr 100 Spieler kaufen müsst, dann könnt ihr durchschnittlich pro Spieler 5k ausgeben. In unserem Fall haben wir aktuell 650.000 Münzen. Das bedeutet, wir können durchschnittlich 6,5k pro Spieler ausgeben. Und das bedeutet, wir gehen hier auf PS und suchen uns hier mal eine Preisspanne zwischen 5.000 und 10.000 Münzen aus. Wir haben ja, wie gesagt, 6,5k pro Spieler zur Verfügung. Das Ganze ist natürlich nur durchschnittlich betrachtet. Ihr sollt jetzt nicht jeden einzelnen Spieler für 6,5k kaufen, sondern wie gesagt, ihr sortiert hier nach den Spielen und dann kauft ihr hier einfach einen Spieler nach dem anderen. Also wir würden mit Mondi anfangen, holen uns Mondi einmal, dann gehen wir zu Kimpembe, holen uns den einmal, Theo einmal, Dembélé einmal. Ich denke, ihr habt es verstanden. Und das machen wir so lange, bis wir bei einer Grenze von 1 Million Spielen angekommen sind. In unserem Fall würden wir uns noch Gulaschi kaufen, aber danach ist Schluss. Sabitzer würden wir dann nicht mehr holen. Warum machen wir das? Weil wir halt wirklich Spieler auf den Transfermarkt stellen wollen, die auch schnell abgekauft werden. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Wir haben von Ferland Mondi bis zu Gulaschi haben wir auf jeden Fall keine 100 Spieler und könnten nicht unsere 100er Liste voll machen. Jetzt habt ihr ein paar Optionen. Entweder ihr holt euch jeden Spieler 2-3 Mal, dann habt ihr auf jeden Fall viel schneller eure Liste voll. Das könnt ihr machen. Ihr könnt zum Beispiel Luke Shaw 3 Mal holen. Dann beachtet aber bitte beim Anbieten, dass ihr zum Beispiel Luke Shaw nicht 3 Mal für 7000 glatt anbietet, sondern einen für 6900, einen für 7000 und einen für 7100. Somit erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Luke Shaw mindestens weggeht. Die andere Option wäre, dass wir unsere Preisspanne erhöhen. Wir gehen mal hier auf Mindestpreis 0, also wir lassen da einfach 0 und machen jetzt als Maximalpreis 10.000 Münzen und dann werden uns auch einige Spieler, okay, wir können doch nicht 0 eingeben, wir müssen mindestens 200 eingeben. Was ich euch sagen wollte, dass uns dann auch Spieler angezeigt werden, die weniger als 5k kosten. Zum Beispiel ist jetzt hier noch ein Davis dazugekommen, ein Koundé. Und die lassen sich natürlich auch sehr gut verkaufen, weil mit denen sehr, sehr viele Spiele gemacht werden. Ich habe gerade mal nachgezählt, eine Seite hat 30 Spieler. Das bedeutet, mit zwei Seiten wären wir bei 60 Spielern. Und dann haben wir schon fast unsere 600k ausgegeben. Jetzt könntet ihr wieder sagen, ja, wir haben 60 Spieler, dann füllen wir mal die restlichen 40 Plätze mit Doppelten auf. Das bedeutet, wir holen uns Ferland Mondi 2 Mal, Kimpembe 2 Mal, Hernandez 2 Mal und so weiter, bis wir unsere 100 Plätze belegt haben. Und die andere Option wäre, dass wir hier wieder unseren Filter etwas erhöhen, sagen wir mal von 200 bis 15k. Und dann haben wir hier auch auf jeden Fall noch einige Special-Karten drin, die ja alle mindestens 10k kosten. Und so kriegt ihr eure 100er Liste ganz, ganz easy voll. So, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, welche Spieler in eure UV-Liste kommen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine UV-Liste kaufe.
was ich dabei beachte und zu welchen Aufschlägen, also zu welchen Preisen ich die Spieler auf den Markt stelle. Okay, ich würde sagen, wir fangen an, unsere UV-Liste zu bauen. Ich werde meine UV-Liste nach diesem Filter bauen, also Spieler bis maximal 15k, und dann fangen wir jetzt an. So, erstmal ein paar grundlegende Sachen. Wann ist der beste Zeitpunkt, um eine UV-Liste zu bauen? Der beste Zeitpunkt, um eine UV-Liste zu bauen, ist entweder Sonntagabend oder ein Montag. Das liegt an folgendem Grund: Am Sonntag verkaufen die meisten Leute ihr Team und deswegen sinkt der Markt auf jeden Fall für die Goldspieler. Das ist auf jeden Fall der Hintergrundgedanke davon. Und am besten geht die UV-Liste weg, wenn wir uns Richtung Weekend League bewegen, wo die Leute anfangen, ihre Teams zu bauen. Ihr bietet aber natürlich die UV-Liste nicht nur erst am Donnerstag oder am Freitag an, sondern ihr aktualisiert einfach nur die Liste, wenn sie abgelaufen ist. Und wenn sich ein Spieler verkauft hat, dann kauft ihr den Spieler nochmal nach. Das ist auf jeden Fall zum Einkaufszeitpunkt und wann die UV-Liste am besten weggeht. Das nächste, was ihr beachten solltet beim Einkaufen, ist, dass euer Spieler einen Chemistry-Style hat. Weil die Spieler, die wir kaufen, die werden natürlich sehr häufig gespielt. Und wenn man einen Spieler spielen will, möchte man da natürlich auch einen Chemistry-Style drauf haben. Deswegen kauft ihr eure Spieler immer mit einem Chemistry-Style, weil dann gehen die auf jeden Fall viel besser weg. Und nein, es muss nicht immer ein Hunter bei den Stürmern sein oder ein Shadow bei den Verteidigern. Es kann zum Beispiel auch nur ein Hawk sein bei den Stürmern. Die Hauptsache ist, dass der Chemistry-Style halbwegs gut passt. Wenn ihr einen Spieler mit Hunter bekommt, dann könnt ihr den natürlich auch etwas teurer draufstellen. Ja, Stichwort verkaufen. Zu welchen Preisen sollte ich die Spieler verkaufen? Sagen wir mal, ihr kauft einen Spieler für 5k ein, dann könnt ihr den so zwischen 500 und 1000 Münzen teurer draufstellen. Je teurer der Spieler ist, desto höher sollte natürlich der Aufschlag sein. Unter Aufschlag versteht man, für wie viele Münzen teurer man den Spieler dann am Ende draufstellt. Also wenn ich jetzt in meinem Fall den Dembélé für 5700 Münzen verkaufen würde, dann hätte ich einen 1000 Münzen Aufschlag gemacht. Ich würde euch empfehlen, bei solchen Spielern wie Dembélé, Vinicius, Davis, die halt jetzt bis maximal 5k kosten, da solltet ihr jetzt am besten keinen Aufschlag von 2-3.000 Münzen machen. Da würde ich sagen, könnt ihr so bis 1000 Münzen gehen. Je höher ihr den Aufschlag macht, desto schlechter wird natürlich die Karte weggehen. Ich mache jetzt in diesem Fall einfach mal einen 700 Münzen Aufschlag. Wir zahlen so circa 200 Münzen Jägergebühren. Dann haben wir 500 Münzen Gewinn mit einer Karte. Das nächste, worauf ich achte, ist, dass ich den Sofortkaufpreis und den Bietpreis nicht gleich gestalte. Also die meisten würden den Spieler jetzt so draufstellen, für 12,75 Startpreis und für 13k Sofortkaufpreis. Ich mache dann zum Beispiel 14,75 Sofortkaufpreis und 14,25 Startpreis, dass man da so ein bisschen Differenz zwischen dem Startpreis und dem Sofortkaufpreis hat. Das hat folgenden Hintergedanken: Wenn wir uns mit dem Startpreis quasi dem günstigsten Sofortkaufpreis nähern, also sagen wir mal, der günstigste Sofortkaufpreis ist 2000 Münzen, und ich mache jetzt als Startpreis 2200 Münzen, dann würde ich mir als Käufer denken, ja, der ist billig für 2200 Münzen, den könnte ich mir bieten. Aber wenn ihr dann sehen, ja, okay, da sind nur 200 oder 300 Münzen im Unterschied bis zum Sofortkaufpreis, dann kaufen die den sofort. Weil ihr wisst, wir sind alle faul und haben keine Geduld zum Bieten. Deswegen mache ich das so: Der billigste Sofortkaufpreis von Davis ist bei ca. 2000 Münzen. Ich mache Startpreis 2400 Münzen. Dann sind wir relativ nah an dem billigsten Sofortkaufpreis. Dann mache ich meinen Sofortkaufpreis noch etwas höher. Dann wird er schon abgekauft. Was ihr natürlich auch noch beachten solltet, ist: Wie ist die aktuelle Marktsituation? Haben wir aktuell eine SBC draußen, wo zum Beispiel 84er oder 85er gebraucht werden, dann werden diese, auch wenn es zum Beispiel ein Sonntag oder ein Montag sein sollte, sehr teuer sein. Und dann solltet ihr eure UV-Liste nicht an diesem Tag einkaufen, weil diese Spieler in den nächsten Tagen dann alle wieder sinken werden. Das gilt für die Spieler, die immer am SBC-Futterpreis dran sind. Also wenn der billigste 84er 4k kostet und euer Spieler kostet aktuell 4,2k, dann ist euer Spieler davon betroffen. Aber die meisten Spieler, wie zum Beispiel Quadrado, die sind halt etwas teurer als der SBC-Futterpreis für die 83er. So, ich habe noch einen Trick für euch. Wenn ein Spieler zum Beispiel, sagen wir mal, 6,2k kostet, dann stellt ihr den Spieler nicht für 7,1 oder 7,2k drauf, weil ihr eigentlich 1000 Münzen Aufschlag machen wollt, sondern ihr stellt den Spieler für 6,9k drauf. Das liegt an folgendem Grund: So was ähnliches machen auch die Supermärkte. In den wenigsten Supermärkten werdet ihr sehen, dass ein Produkt glatt 1 Euro kostet. Meistens kosten die Produkte 99 Cent, 89 Cent, und das soll bezwecken, dass unser Gehirn denkt, dass das Produkt jetzt nicht 1 Euro gekostet hat, sondern weniger als 1 Euro. Also wenn der Spieler eigentlich 14.000 Münzen glatt kostet und wir den für 14,75 draufstellen, dann denkt unser Gehirn, ja, wir haben den quasi für 14.000 Münzen geholt, obwohl wir fast 1.000 Münzen mehr bezahlt haben. Ich kann euch auch aus Erfahrung sagen, dass die Torhüter nicht so gut UV weggehen. Ich habe jetzt trotzdem nochmal einen geholt, aber ich bin mir sicher, dass der jetzt nicht so gut weggehen wird. Ja, und wenn ihr dann eure ganze Liste fertig gekauft habt, dann stellt ihr die, wie gesagt, alle für eine Stunde drauf. Und wenn ihr gerade die Gelegenheit dazu habt, dann holt ihr euer Handy raus und bietet über das Handy die Liste nochmal neu an. Das kostet euch nicht mal eine Minute Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr einen Spieler verkauft habt,
dann kauft ihr den nochmal nach. So, ich habe jetzt auf jeden Fall einige Spiele eingekauft. Wir haben, glaube ich, jetzt insgesamt knapp 40 Spieler geholt. Ihr habt schon gesehen, da gingen die ersten weg. Da bin ich selber schockiert von, dass wir hier schon 4 Verkäufer haben. Und die sind sehr schnell weggegangen. Ich werde die auf jeden Fall noch nachkaufen. Was ich euch aber zeigen wollte, ist, dass ich Griezmann, der eigentlich Stürmer ist, als ZM bekommen habe. Und in solchen Fällen, wenn ihr eine Karte umgeformt gesniped bekommt, dann stellt ihr den Spieler nicht ganz normal drauf, sondern schaut erstmal nach, wie viel er umgeformt denn kostet. Ich habe Griezmann nämlich für 10k gesniped und ich hätte ihn wahrscheinlich so für ungefähr 12k draufgestellt. Wenn wir jetzt aber mal gucken, was der billigste Griezmann kostet, der hier Mittelfeldspieler ist, sehen wir, der ist bei 17k. Und da wären uns jetzt 5k flöten gegangen. Deswegen darauf immer ein bisschen Acht geben, weil die Karten ZM zu ZM und ich glaube, Stürmer zu MS kosten halt meistens 10k. So, ich stelle unseren Griezmann für 16,5 drauf. Das wären dann auf über 5k Gewinn. Schmeckt auf jeden Fall. Ich kaufe noch schnell die 4 Karten nach und danach machen wir nochmal was anderes. Und zwar werde ich die restlichen Coins in 84er Informs investieren. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir auf jeden Fall noch eine Partyback SBC bekommen werden. Und da werden die 84er Informs auf jeden Fall nochmal sehr gut ansteigen. Deswegen werde ich mir von denen auf jeden Fall noch so 20, 30 Stück einpacken. So, ich habe jetzt auf jeden Fall 25 Mal diesen Franzosen mitgenommen. Ich habe den immer so für 13,5 mal für 13 mal für 13,75 bekommen. Auf jeden Fall so durchschnittlich 13,5 kann man sagen. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz die UV-Liste. Die läuft nämlich sehr, sehr gut. Ich habe gerade doch nochmal nachgekauft, weil ja, wenn es läuft, wieso sollte man es nicht nachkaufen? Schaut euch mal an. Wir haben ja, glaube ich, so ungefähr 30 Spieler gekauft und jetzt sind schon über 10, fast 20 Spieler sind weggegangen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und wenn ihr das aktiv macht, könnt ihr wirklich sehr, sehr viele Münzen machen. Freunde, solltet ihr aber generell noch Fragen zu UV haben oder irgendwelche Fragen, gerne in die Kommentare damit oder auf Insta, wie ihr wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.